Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Vlog von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin jetzt schon wieder etwas früher wach und dachte mir eben natürlich, ich vlog heute mal wieder so ein bisschen den Tag mit. Denn ja, es wird wieder ein wenig was machen sein, vor allem so auf Wohnungssuche, damit wir wenigstens ein festes Standbein haben und ja, nach der Airbnb-Wohnung, dass wir wenigstens ja eine richtige Wohnung dann haben, dann da. ja, dass wir wenigstens dann eine richtige Wohnung dann für uns haben, denn ohne das geht es ja nicht, dass man dann halt hier sozusagen wie einen Job bekommen kann. Das ist dann halt so ein bisschen auch schwierig, aber ja. Schatzi ist auch jetzt auch gerade natürlich weg und hat gerade eben einen Probearbeitstag. Deswegen bin ich auch jetzt schon etwas früher wach. So kann ich dann so ein bisschen was von dem Zeug vielleicht so erledigen. Vielleicht so bei den Immobilienmaklern hier so ein bisschen mal nachfragen. Und ja, ich schaue dann auch noch weiterhin nach Jobs. Es ist halt irgendwie noch irgendwie so ein bisschen schwer, so ein bisschen was zu finden, was ich gerne machen wollen würde. Aber gut, sonst müsste ich halt damit irgendwie zurechtkommen, was ich halt eben erstmal bekomme. Aber ja. Na dann, es ist jetzt auch schon bald Zeit, dass ich bald losgehe, denn ich gehe ja erstmal ins Gym. Damit habe ich dann das dann auch schon durch. Da müsste ich auch nicht viel später hin. Ja, dann natürlich noch ein bisschen, dann gehe ich ja dann auch schon bald los. Und ich nehme euch eben, wie gesagt, über den Tag mit. So, jetzt wieder raus aus dem Gym. Ist jetzt schon so fast 2 Stunden später. Schon irgendwann bald 11 Uhr. Ja, aber gut, es tat gut, jetzt gerade so ein bisschen jetzt noch zu trainieren. Jetzt geht es aber wieder Richtung Heim. Vielleicht halte ich noch kurz irgendwo bei irgendwelchen Immobilienmaklern noch kurz an. Mal schauen. Aber ich glaube schon, dass ich das machen sollte, um wenigstens zu fragen, ob sie jetzt gerade irgendwie noch was in der Nähe gibt, weil es sollte wenigstens hier in der Nähe sein, wo wir wenigstens noch überall hingehen können. Ja, ich schaue da mal, was ich dann noch den Rest des Tages dann noch gleich mache, bevor Schatzi dann später wiederkommt oder ich dann später zu ihm laufe. Ja, also dann geht es jetzt erstmal schnell nach Hause. Zu Hause angekommen und jetzt habe ich aber auch noch mal ein bisschen was noch mal zum Essen gemacht. Denn das brauche ich irgendwie immer, sonst bekomme ich bis abends irgendwie schon so extrem Hunger, dass ich dann schon irgendwie dazu neige, viel zu essen. Das will ich eigentlich so an sich ja nicht. Aber ja, ich habe mir jetzt was Kleines so zum Essen gemacht. Einmal, wir hatten ein bisschen Müsli, nur ich habe da Schoko, Reiswaffeln damit reingetan, weil wir ja gerade kein Müsli mehr da haben. Und hier jetzt ein aufgewärmtes Hotdog-Brötchen, habe ich so normal belegt mit Käseschinken und ein bisschen wie Butter. Und ja, das werde ich jetzt mal mir schmecken lassen. Danach werde ich dann gucken, dass ich dann alles andere eher mache. Hier noch ein bisschen zu Hause was machen und ja, mich fertig machen, ein bisschen dann noch raus, um zu gucken wegen Jobs. Also ich will da in den Filialen nochmal nachfragen, ob die doch vielleicht noch jemanden brauchen. Vielleicht auch noch hier wieder in der Bäckerei. Weil bisher hat man dann nicht wieder irgendwie hier angerufen gehabt. Und ja,
Mal schauen. Aber zuerst esse ich erstmal. So, ich gehe jetzt rüber zum Madeira Forum, zum Einkaufscenter und frage dann mal im Laden, ist so eine Art wie Douglas, also auf Portugiesisch, und dann nochmal bei Kiko Milan, ob da vielleicht meine Bewerbung durchgekommen ist, weil ich würde mich freuen, denn Kiko, da habe ich so die Sachen selber noch nie so wirklich probiert und so generell so mal da zu arbeiten und so Produkte von zu bekommen, wäre bestimmt irgendwie schon cool. Ja, so könnte ich es dann auch immer so mit meinem Facebook, mit meinem YouTube-Channel hier alles nur ja verbinden und auch ja dann mit euch und das alles teilen. Ja, mal schauen. Ich gehe da mal hin und frage mal nach. So Leute, ich bin ja schon längst wieder zu Hause. Sorry, wenn es etwas zu laut ist. Ich habe gerade noch ein bisschen das Fenster offen. Mache ich aber gleich zu. Ja, ich war ja drüben, aber ich werde euch gleich später ein bisschen beim Laufen, wenn ich rüber zu Schatzi laufe, etwas dazu erzählen. Denn jetzt würde ich erstmal ein bisschen das hier angehen, bis hier zu Hause. Das sieht gerade ein bisschen chaotisch aus. Das werde ich dann auch jetzt ein bisschen alles aufräumen, ein bisschen sauber halten und ja. Dann später, währenddessen ich laufe und sowas, erzähle ich euch ein bisschen was von vorhin. Also, ja. Bleibt auf jeden Fall noch dran. So, ihr Lieben, bin jetzt so gut wie mit allem durch, was ich machen wollte. Jetzt würde ich dann auch schon langsam so loslaufen, denn Chassi und ich laufen uns ja entgegen, wenn er dann auch von Funchal losläuft. Wahrscheinlich bin ich dann auch vielleicht schon vorher dort. Mal schauen. Ansonsten, ja, erzähle ich euch dann gleich so ein bisschen was auf dem Weg dahin. Und ja, ich hoffe aber, dass es irgendwie wenigstens mit diesen Jobs irgendwie klappen könnte. Ich bin jetzt schon mal unterwegs, dass ich dann Schatzi entgegenlaufen kann. Und so würde ich euch dann so ein bisschen davon erzählen von vorhin. Denn ich war ja in zwei Geschäften drin, wo ich mich gerne ja beworben habe. Also ich habe da die Online Bewerbungen schon ja hingeschickt. Nur ja, da haben die mir jetzt aber auch gesagt gehabt, da kann man es auch so in Papierform abgeben. Würde ich glaube ich auch machen. Ich glaube, ich habe bei einem Geschäft einen Drucker gesehen, wo man die Sachen so aufdrucken kann und selber so ja, Papierzeugs kaufen kann. Da würde ich dann mal schauen, dass ich morgen das mache und es dann direkt dort dann abgebe. Und ja, ich habe mich wie bei sowas wie Douglas beworben, also Parfums und Compagnie, so in etwas heißt es auf Portugiesisch, und da habe ich mich eben beworben. Und bei Kiko Milano, das hat die eine auch dasselbe gesagt, ich kann es auch gerne dort nochmal so in Papierform abgeben, anstatt dass sie es dann vielleicht so online sehen, denn man weiß ja nicht, ob es das da, so da verloren geht und die es doch vielleicht dann nicht mehr irgendwie so wahrnehmen, dass ich mich dort beworben habe. Aber ja, mal schauen, wie es doch so läuft. Denn ich würde super gerne bei sowas arbeiten. Ihr wisst ja gerne, also ihr wisst ja generell, ich arbeite ja gerne so mit Make-up, und die haben auch mir selber nochmal ein bisschen Komplimente gegeben, dass ich so ein schönes Make-up trage. War ich auch sehr dankbar dafür. Ja, dann war ich auch noch kurz bei einem Immobilienmakler gegenüber von einem anderen Immobilienmakler, wo ich schon letztens war. Ja, mal schauen, ob es irgendwie klappt, denn ich habe auch dort meine Kontaktdaten dagelassen, falls sie irgendwas in dem Preissegment haben, was wir gerne ausgeben würden für eine Wohnung, wenn wir es bieten. Ja, es heißt,
Der hat ja selber gesagt, ja, das ist ein bisschen schwierig, was so Miete angeht, weil viele kaufen es eher hier. Also egal ob Wohnungen oder Häuser, denn hier ist irgendwie so ein bisschen günstiger als irgendwie woanders, will ich erstmal sagen. Aber ja, das wollte ich euch jetzt so ein bisschen noch so kurz mitgeben. Aber jetzt treffe ich mich ja noch kurz mit Schatzi, dann gehen wir gemeinsam einkaufen. Vielleicht nehme ich das jetzt auch wieder diesmal mit. Und ja, dann sehen wir uns später dann wieder. Hallo ihr Lieben, es ist ein neuer Tag. Ich habe gestern nicht mehr so wirklich was mitgefilmt. Aber ich dachte mir, ich lasse dann doch auch lieber so ein bisschen noch den Abend so nur für uns, dass wir einfach nur wieder so ein bisschen über den Tag sprechen und sonstiges. Aber ja, es ist gerade noch richtig früh am Morgen. Es ist gleich 8:30 hier und ich werde dann auch schon gleich losgehen, um ins Gym zu gehen, etwas zu trainieren. Und ich dachte mir, heute nehme ich aber auch nicht allzu viel mit, nur so ein bisschen noch. Und ja, ich gehe dann gleich mal los zum Training. So, wieder raus aus dem Gym. Ich gehe jetzt unterwegs wieder nach Hause. Aber ich glaube, ich gehe noch ganz kurz doch noch wieder nur Kleinigkeiten einkaufen, weil wir haben ja gerade ja kein Obst zu Hause und gestern haben wir es ein bisschen vergessen mitzunehmen. Und das werde ich dann auch noch holen und vielleicht noch ein, zwei Sachen so, vielleicht noch was mir vielleicht so einfällt, was man zum Essen machen kann. Also gehe ich da erstmal geschwind hin und danach frühstücke ich endlich. So, bin wieder zu Hause. Mach mir jetzt aber jetzt auch wieder mein Essen, weil ich habe schon so ein bisschen Hunger. Und dann noch eine zweite Ladung Kaffee. Und ja, hier ist dann auch die Tüte mit allen Sachen, die ich jetzt gerade noch so geholt habe. Eben ein paar Früchte, so Jelly, damit man so ein bisschen mal hin und wieder auch die alte Gewohnheit hervorrufen kann, Peanut Butter und Jelly Toast zu essen. Und ja, dann auch was, was ich geholt habe für Chassi, dass er sich damit dann auch für die Zeit zum Essen machen kann, wenn er immer zur Arbeit geht. Und ja, dann mache ich mir jetzt mal schnell mein Essen. Ich habe so Hunger. So, jetzt endlich was zum Essen. Hier ist es jetzt auch. Ich habe es wie versucht, das wie damals zu Hause zu machen, wie Doschte. Aber in der Pfanne ist es so ein bisschen schwierig. Aber naja, klappt schon. Und dann auch hier ein bisschen Müsli, wie in halt in Joghurt gemischt mit etwas Zimt und ein bisschen Milch so noch umgerührt und dann noch sowas wie Proteinpulver mit noch dazu und halt eben noch ein bisschen Banane, was ich gerade auch noch gerade gekauft habe und noch jetzt wieder Kaffee. Aber jetzt esse ich jetzt erstmal in Ruhe und ja, schaue nebenbei dann noch wieder beim Vampire Diaries an. So, ich bin ja eigentlich ja gleich wieder da. Ich werde ja nur ganz kurz zum Madeira Forum wieder gehen, um eben zu schauen, dass ich da das ausdrucken kann, meine Bewerbungen. Und, naja, ich sollte lieber ein Schiff mitnehmen, um kurz da die Handynummer sozusagen zu ergänzen. Weil sonst können die mich vielleicht ja nicht anrufen. Ja, ich gehe da mal dann schnell hin und schaue, dass ich das schnell mache, denn dann ist es schon mal abgehakt und ich hoffe, dass ich irgendwie so in dem Bereich arbeiten kann, weil ich möchte das echt so, so gerne. Und ja, habe mich so gerade eben in der Zeit ein bisschen fertig gemacht. Und ja, dann gehe ich mal da lieber schnell rüber. Ich habe zwei jetzt der Lebensläufe abgegeben. Hier habe ich jetzt noch ein drittes als Reserve, falls ich noch irgendwo vielleicht mich nochmal bewerben sollte und die ist vielleicht auch in Papierform, also
dass wenn ich es in Papierform da lassen kann, habe ich hier dann halt nochmal eins. Und ja, gehe ich jetzt wieder heim, mache jetzt noch ein klein wenig Haushalt, bevor Schatzi irgendwann später bald wiederkommt. Und ja, ich schaue dann auch wieder zwischendurch immer auch wieder nach Wohnungen, auch so natürlich gerade, wenn Schatzi ja nicht da sein kann. Und ja, ich muss das auch jetzt machen, nicht, dass immer alles nur an ihm hängt. Ja, denn ich muss ja auch so ein bisschen ja die Verantwortung dafür tragen. Natürlich ja auch, dass wir auch hier bleiben können und sonstiges, dass für uns hier alles ja klappt. Und ja, dann gehe ich jetzt mal wieder heim und schau mal nach dem Rest, was ich eh noch machen muss. Schon ein bisschen Zeit wieder vergangen, also ich habe hier jetzt ein bisschen noch was erledigt, halt eben noch auch vorhin Müll weggebracht. Aber ich werde mich dann auch bald noch kurz um die Wäsche kümmern, die dann noch im Wäscheständer ist. Aber an sich so wird jetzt auch heute nicht mehr allzu viel passieren. Ich hoffe, dass euch irgendwie trotzdem so ein kleiner Vlog wieder so ein bisschen den Einblick verschafft hat, was ich gerade so in den Tagen so mache, wenn Schatz hier weg ist, weil ich ja gerade ja noch keinen Job habe. Und das ist halt eben ein bisschen schwierig, aber ja, ich habe mich aber weiterhin jetzt auch heute wieder in Anführungsstrichen nochmal beworben. Da hat auch eine Nageldesignerin nach jemanden gefragt und da habe ich jetzt auch was hingeschickt. Mal schauen, vielleicht wird es ja was. Ich hoffe es so sehr, weil irgendwie spricht mich so das alles so in Beauty und sonstiges ja mehr an als so alles andere. Und so in dem Bereich würde ich gerne tätig sein. Aber ja, mal schauen. Und was Wohnung angeht, halte ich euch auch noch auf dem Laufenden. Da schaue ich gerade auch jetzt noch so überall rein, wenn da neue Angebote oder sonstiges wo sind, wo wir das dann ja mieten können. Vor allem, es sollte schon eher hier in der Nähe sein oder hier genauso in der Stadt, wo wir ja gerade sind. Ja. Mal gucken. Aber ich halte euch, wie gesagt, auf dem Laufenden. Und ich würde mal sagen, ich beende mal den Vlog hier, denn es geht ja schon über so 2 Tage. Ja, wenn euch der Vlog hier gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil dieser Community hier seid. Also klickt euch runter auf das rote Abonnieren-Button. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und nicht zu vergessen, auch noch die Glocke daneben noch zu aktivieren. Denn so bekommt ihr immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Und schaut auch gerne hin und wieder auf TikTok oder auf Instagram mal vorbei. Dort versuche ich immer wieder aktiv zu sein. Vor allem an den Insta-Stories will ich euch auch ein bisschen immer auf dem Laufenden halten. Also schaut da auch auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und ja, dann würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video dann wieder. Bye!